Könnt ihr mir sagen, was ihr tut, um zu Hause Energie zu sparen? Ich habe ganze Wohnung Energiesparlampen kaufen. Die Energiesparlampen kosten ja teurer, aber dafür halten ja länger. Ich habe ja jetzt gesehen, dass die Geräte auf Standby-Betrieb sind und wissen Sie, dass die Geräte Strom verbrauchen, wenn sie im Standby-Betrieb sind? Ja, das wusste ich vorher auch. Klar, wenn man komplett ausschaltet, also dann kann man ein bisschen mehr Energie sparen, aber dadurch gehen die auch Geräte schneller kaputt und für die Geräte bezahlen wir auch Geld. Das stimmt nicht, das sind also Vorurteile. Wenn die Geräte keine Stromverbindung haben, gehen die auf keinen Fall kaputt. Sie können die Stromverbindung mit dem roten Knopf an der Steckerleiste trennen. Wir haben vor 4-5 Monaten unsere Wohnung komplett renoviert mit neuen Möbeln und so weiter. Da habe ich extra solche Steckerleisten gekauft, dass man da auch, wenn man Urlaub geht oder so, dass man von da ausschalten kann, also komplett. Das habe ich gemacht, aber wie gesagt, täglich habe ich das nicht gemacht bis jetzt. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Strom in ganz Deutschland gespart werden könnte, wenn alle Leute die Geräte ganz ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden? 5 Millionen? Ja, man kann 4 Milliarden sparen. Also je nachdem, wie viele Geräte man zu Hause hat, kann man bis zu 200 Euro im Jahr sparen. Man kann viel Geld sparen, aber man könnte auch 2 Atomkraftwerke ausschalten. Also 2 Atomkraftwerke in Deutschland arbeiten nur für unsere Leerlaufverluste. Das muss man mal 10 Jahre rechnen, ja, oder 20 Jahre. Das dann ist nur hier in Deutschland. Ja, ja, in der ganzen Welt. Also muss man alles zusammen gemeinsam denken natürlich. Ja. Wollt ihr das jetzt in Zukunft verändern? Also wollt ihr das? Klar, vielleicht ab heute schon. Ab heute, okay. Ab heute.